Hallo und willkommen zurück zum nächsten Teil mit Hermann von Mecklenburg und der Belagerung unserer wunderschönen Provinz Holstein von den, ja, Schweden vermutlich. Das ist der slawische Aufstand von Svibjot. Wie auch immer das ausgesprochen wird. Svibjot. König Ring. Das ist dieses wunderschöne, riesige Land hier oben. Und auch mit diesem Land hat unser König Otto einen Krieg vom Zaum gebrochen. Hier kommt noch eine dalarnische Armee. Also noch mehr. Mittlerweile 3000 Mann. Und wir gucken mal in diesem Bereich, was König Otto noch an Armee hat. Die Ungarn sind vorbei. Geschichte. Wir sind bei 67% Kriegsstand. Aha. Wie haben wir das denn geschafft? Okay. Ja, also scheinbar haben wir 87%, 67% Kriegsstand. Wie auch immer wir das geschafft haben. Sogar 28% bei seinem Bruder Tankmar. Eine deutsche Revolte. Und dann kommen hier drüben noch ein slawischer Bauernaufstand. Mit 7.500 Mann. Wir haben noch immerhin 1.600 von ursprünglichen 6.300. Tja, unheimlich gut. Und unser König Otto befindet sich gefühlt in einem Weltkrieg. Er befindet sich mit dem Norden im Krieg, mit den Slawen im Osten. Im Westen jetzt meines Wissens nach mit keinem. In seinem eigenen Reich mit seinem Bruder. Und im Süden waren es die Ungarn, aber die sind mittlerweile fertig. Ich hoffe nur, weil wir persönlich ja nicht kriegerisch spielen, was bei dieser Anzahl an Leuten ja auch überhaupt keinen Sinn macht. Denn wir haben ein Militär, könnten ein maximales Militär aufheben von 1000. Das heißt, wir könnten eventuell hier gegen kämpfen, aber das ist völlig unmöglich. Tja. Ich hoffe nur, dass unser schönes Land Holstein uns verbleibt. Aber wenn wir uns die Statistik hier mal angucken. Wir haben 2100 Angreifer, demnächst 3000. Wir haben noch genau 300 Verteidiger und es sinkt um minus 13%. Tja. Festungsstärke 4. Unser guter Rudolf. Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Ich bin mittlerweile froh, dass wir hier noch kein Hospital gebaut haben, sondern dass wir es in Lübeck gebaut haben. Ich hoffe, Lübeck bleibt uns erhalten. Was hat denn diese Provinz Wunderbares? Kulturell 6, 7, 6, 6, 6, 6. Ist ein bisschen weiter. Nachschub 25, 31k. Okay. Gehört juristisch sogar zu Dänemark. Und das gehört zu Pommern. Aha, sehr, sehr interessant. Also vermutlich durch einen früheren Krieg haben wir uns das schon mal angeeignet. Das ist alles Pommern. Sehr interessant. Die Jure Pommern. Na gut. Okay. Wir sind im wunderschönen Jahre 940. Es ist der 16. November. Es ist ein Wintertag. Es ist kalt. Die Triboken schleudern in dem wunderschönen Holstein die Steine gegen unsere Mauern und versuchen sie zu durchbrechen. Wir werden seit einer langen Zeit belagert und ich würde sagen, machen wir mal weiter und gucken, was passiert. Jetzt sind es tatsächlich 3000 Mann und ich befürchte, das wird relativ schnell weniger werden. Ja, ihr seht, das geht rasant runter. Das wird vermutlich nicht mehr lange halten, bis es weg ist. Seit ich in Magdeburg bin, haben wir keinen Mangel mehr an Männern zur Verstärkung unserer Truppen. Ja.
Das klingt für jemanden, der friedlich spielt, doch gar nicht mal so schlecht. Sie wissen, dass Ruhm und Reichtum Sie erwarten. Brief an Merlinsherrn senden. Pardon. Okay, hier kommen noch weitere 400 Mann. Wo kommen die her? Fränkische Armee. Armee von Bürgermeister Rudolf. Deutsche Revolte. Die Franken stehen auf Seite von, wie heißt der gute? Tankmar, dem Bruder? Okay. Diplomatische Ansicht. Okay. Ja, scheint so. Das ist der Vasall. Okay. Das ist ja interessant. Na gut. Niederlage. Ja, das war zu erwarten. Wir haben 10 Gold verloren. Pietät minus 2. Ja, haben noch etwas. Das war zu erwarten. Leider Gottes. Das Schicksal ist mir wohlgesonnen. Meine Gattin Bertha ist schwanger. Wunderbar. Die 21-jährige Bertha ist schwanger mit einem Kind. Zur Erinnerung, wir sind der Lüsterne. Noch eine Niederlage von Lauenburg. Aha. Naja, gut, Lauenburg ist jetzt. Ich glaube, Lauenburg ist hier unten, oder? Oder ist Lauenburg hier? Segenberg? Lauenburg, oh. Okay. Ein Blick nochmal in unseren Charakterbildschirm von Herzog Hermann von Mecklenburg. Mal zur Erinnerung, unsere Gattin ist an den Blattern gestorben. Die in dem Fall tatsächlich das gleiche sind wie die Pocken. Und wir haben uns just den nächsten Ehepartner geangelt. Unsere geliebte Bertha haben wir zu unserem Eheweib gemacht. Und haben weitere zwei Geliebte. Also in dem Fall steht die Herzogin Bertha noch hier drinne als Geliebte. Und Konstanze haben wir auch gleich uns als Geliebte angelacht. Und ich würde sagen, wir machen jetzt mal weiter. Und gucken einfach mal, was es hier für wunderschöne Frauen gibt. Und in dem Fall interessiert mich tatsächlich Hamburg. Der Erzbischof wird wahrscheinlich keine Frau haben. Das war zu erwarten. Aber ihr Lieben, wir können doch hier. Versuchen wir das mal. Vasall übertragen an. Von Lauenburg. Nein, das ist die falsche Richtung. Das ist die falsche Richtung. Ich weiß, ich kann unseren König Otto darum bitten, diese Ländereien zu übernehmen. Wenn ihr wisst, wie, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde dieses Ländle gerne übernehmen. Zumal der Erzbischof gerade im Gefängnis ist. Aber okay, gucken wir mal weiter. Gräfin von Brandenburg. Ja, werte Gräfin, das sieht doch gut aus. Sie hat viele Kinder. Dobrzeniga. Gott. Verzeiht mir, aber diese Namen werde ich nicht aussprechen für euch. Wir gucken mal in diesem Bereich. Königin Nidita von Deutschland. Schön. Königin Otto. Na, das ist doch wunderbar. Wir können, das gibt's doch nicht.
Wir können unsere Königin nicht versuchen zu verführen. Es ist doch unglaublich. Barbara. Dann von seinem Bruder Tankmar. Vielleicht können wir diese Frau verführen. Wunderbar. Gut. Das nächste Opfer, was wir verführen wollen. Die Jagd beginnt. Ich werde bei Barbara sämtliche Künste der Verführung einsetzen, bis ich sie um den Finger gewickelt habe. Oh, und? Das habe ich ganz verpasst. Ein Krieg ist vorbei. Die Revolte ist vorbei. Hat er hier Land verloren? Ihr Lieben, was ist hier passiert? Deutschland. Gehen wir zurück auf Deutschland. Großpolen. Ach, schau einer an. Krakau, zu welchem Land gehört das? Von Ländereien des Häuptlings von Krakau. Das ist also noch Krakau. Rügen hat sich auch geändert. Okay. Das gehört jetzt zum Königreich Smaland. Aha. Ist ja interessant. Wir haben hier angefangen, Sachen zu besetzen. Oder irgendjemand? Die haben auf jeden Fall unsere Sachen besetzt. Macht Sinn. Rügen gehört jetzt auch nicht mehr zu Deutschland. Sehe ich das falsch? Nein. Oh Gott, König Otto. Was tust du mich hier mit unserem Land? Ich fass es nicht. Großpolen ist mittlerweile ausgerufen worden. Usedom. Schade, Usedom fand ich immer sehr schön. Aber jetzt habe ich das echt verpasst. War das nicht, war das die ganze Zeit schon hier, dieses kleine, schöne Ländchen Polen? Ich könnte mich auch dran entsinnen, dass das noch teilweise zu Deutschland gehörte. Ich muss tatsächlich mal in den Aufzeichnungen dieses Videos nachgucken. Ich bin geschockt. Wir waren so aufs Verführen der Königin des Herrschers Tankmar, der deutschen Revolte. Wir waren so damit beschäftigt, dass wir total vergessen haben, uns um unser eigenes Land zu kümmern. Um Gottes Willen, Friesland gehört zu den Dänen. Ist hier noch irgendwas Interessantes passiert in der Zeit? Hier im Süden sieht es immer noch gut aus. Was ist mit den Ländern? Die Lausitz, ist die jetzt unabhängig? Die Lausitz, war die vorher nicht unabhängig? Das Reich von Deutschland ist aber ziemlich zerklüftet. Oldenburg ist auch unabhängig. Das kann sein, dass das aber noch zu dem Aufstand gehört. Warten wir mal, bis alle Kriege vorbei sind, würde ich sagen. Und dann gucken wir, wie es hier aussieht. Ich würde sagen, wir lassen uns überraschen. Geh, zoom mal ein bisschen raus und lassen einfach mal weiterlaufen. Und in der Zeit können wir vielleicht nochmal in den Rat gucken, was unsere Ratsmitglieder alles machen können. Ich habe dafür gesorgt, dass Barbara auf dem Kissen einen parfümierten Brief findet, in dem ich um sie werbe. Heute habe ich die Antwort im Abtritt entdeckt. Sie roch nicht gerade nach Rosen. Mach ein vorübergehender Rückschlag. Den werden wir schon wieder ausbügeln. Und ganz wichtig, wir wollen keinen Krieg. Wir wollen den Reichsfrieden. Selbstverständlich. Ja. Ja, bestimmt. So. Dann gucken wir mal, was unsere Leute machen können. Beziehung verbessern. Die Frage ist, bringt es was? Was ist denn hier? Kämpfen zwei feindliche Armeen gegeneinander? Das ist die Revolte und das ist die Armee von Skagen. Okay. Also dieses Spiel fasziniert mich immer wieder. Okay.
Ich sandte Barbara eine schöne Halskette und schmückte ihren Raum mit Wildblumen. Heute fand ich in meinem Bett mit welken Blüten bedeckt von einem rostigen Nagel begrüßte mich auf meinem Kopfkissen. Das ist ja der Hammer. So kratzbürstig. Ich liebe Herausforderungen. Ein rostiger Nagel. Was ist das? Das ist super. Oh ja, das ist toll. Die Frau muss warm. Wir sind übrigens selbstverständlich der Feind. Ja, also. Das ist. Aber wir kriegen sie. Wenn nicht wir, wer dann? Ein nächster, wie, was ist das denn? Schon wieder ein Krieg gegen Skagen? Also jetzt wird's aber jetzt. Was ist denn hier kaputt? Leute. Noch ein Krieg? Ist das euer Ernst? Königreich Dänemark. Aha. Was Skagen ist doch hier oben. Ist nur gegen Skagen? Scheint so, oder? Ländereien von Skagen. Das ist ja unglaublich. König Otto, was machst du denn hier? Die Heike. Ja. Na, Mensch. Hermann Herzog von Mecklenburg und Herzogin Bertha. Die Eichenhaut haben eine Tochter mit den Namen Heike. Und wir nennen sie Heike von Weißhaut. Wenn ihre gute Mutter schon Eichenhaut heißt, dann nennen wir sie Heike von Weißhaut. Jawohl. Und ab dafür. Aber wir haben immer noch nicht geschafft zu gucken, was unser Rat uns sagt. Reichsfrieden durchgesetzt. Ja, sehr schön. 59 Monate lang keine Kriege. Top. Sehr gut. So, bevor wir das beantworten, gehen wir jetzt erstmal die Sachen hier durch. Beziehung verbessern, Ansprüche fingieren, Unmut sehen. Braucht man eigentlich nicht. Kanzler mit 4. Ach du, Herr Jemine. Diesen Kanzler kann man sich auch sparen. Okay. Ja. Einige wohlig platzierte Worte, die zum Gerücht werden, können besser wirken als ein Liebesbrief. Jedenfalls dachte ich das, doch Barbara hat auf meine Nachricht nicht reagiert. Ja, nachdem sie uns einen Nagel ins Bett gelegt hat, einen rostigen Nagel, wird das wahrscheinlich ein paar Jährchen dauern, bis wir diese Kratzbürste gebändigt haben. Mann, oh Mann, oh Mann. Hammermäßig. Hat den Titel Herzogtum Holstein erschaffen. Wie bitte? Dieser nicht so nette Mensch. Was soll denn das? Der hat ernsthaft, der hat unser Land verkauft? Das ist doch unglaublich. Herzogtum Holstein? Damit soll der mal nachgucken. Das ist jetzt anscheinend aus unserem. Jetzt muss ich da mal gucken. König Deutschland. Herzogtum Mecklenburg. Grafschaft Holstein. Okay. Stadt Laun. Tja. Heißt das jetzt, dass es besetzt ist? Ja, ne? Das heißt, dass es besetzt ist von der schwedischen Eroberung und die möchte Holstein haben. Und er hat jetzt wiederum die Grafschaft Holstein geschaffen. Das sehe ich hier aber nicht. Herzogtum Mecklenburg. Kann ich das hier sehen? Bei den Vasallen? Müsste ich das doch jetzt sehen, richtig? Häuptling von Mecklenburg. Bürgermeister von Stein, Laun, Ratzeburg. Bin ich das selbst? Ah ja, Herzog Hermann von Mecklenburg. Marschall von Deutschland. Tittenmarschen. Tja, sehr interessant. Sehr interessant. Würde mich interessieren, was es jetzt für Auswirkungen hat. Folgende Titel gehen bei der Nachfolge verloren. Grafschaft.
Heike von Weishaupt Billung, Baronie Brunsbüttel. Da kümmern wir uns gleich drum. In der Ratsversammlung heute Abend erzählte uns Hofkaplan Sigmund von einem Gerücht, das er gehört hatte. Die Bauern sprechen von einem Artefakt, das nicht weit von hier versteckt liegen soll. Die Details dieser Informationen von Sigmund sind ungewiss, aber vielleicht wäre es eine Untersuchung wert. Ja, auf jeden Fall. Was machen wir hier? Na, wir machen das. An Hermann. Friede sei mit euch. Ich habe beschlossen, euch in Anerkennung eurer Dienste und noblen Geistes den Herzogtum. Was? Habe ich jetzt eine Leseschwäche? Euch in Anerkennung eurer Dienste und noblen Geistes den Herzogtum Holstein zu gewähren. Sollte es nicht das Herzogtum Holstein zu gewähren heißen? Okay, gut, ja. Dann. Ja, wir haben ein neues Herzogtum dazu bekommen. Ach, Holstein. Dithmarschen, okay. Ah. Das ist spannend. Okay, jetzt verstehe ich das Ganze. Er hat also dieses zum Herzogtum Holstein dazugesetzt. Das heißt, unser Land besteht jetzt tatsächlich aus diesen Ländern hier oben. Das heißt, der hier, Oberbürgermeister Adam von Dithmarschen, sollte jetzt ja doch dann unter unseren Vasallen auftauchen. Ja, da ist er. Und er ist ein mächtiger Vasall und er mag uns überhaupt nicht. Eieieiei, er möchte einen Sitz im Rat. Regierungsform. Verlangt den Titel Herzogtum Holstein. Oh, kann er lange warten. Aber zumindestens einen Sitz im Rat. Also wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Wir killen ihn. Stärke 82% anfängliche. Das könnte klappen. Und dann setzen wir einfach einen, der uns besser gefällt. Zum Barbier gehen. Oh ja. Weg. Schnitt. Sehr schön. Adam, Adam, Adam. Adam, vielleicht taugst du als Kanzler was. Das können wir uns in der Tat, aber das können wir machen, während es läuft. Ernennen. Einen neuen Kanzler ernennen. Und unter Adam taugt ja als Kanzler noch weniger. Was kann denn Adam überhaupt? Kann Adam überhaupt irgendetwas? Adam ist bei der Intrige ganz gut. Er möchte einen Sitz im Rat. Das ist jetzt doof. Ich könnte ihn zum Hofspitzel befördern. Aber das ist auch ein mächtiger Vasall. Kanzler? Na ja, gut. Gucken wir mal. Ich würde sagen, wir lassen ihn einfach umbringen. Mal gucken, ob das klappt. Dann ist er weg. Wer sitzt als sein Nachfolger drin? Adolf, Kämmerer von Dithmarschen. Na, das passt doch. Der mag mich ein bisschen mehr. Ja, super. Das wäre doch top. Dann verheiraten wir ihn mit vielleicht einer unserer Geliebten, wenn das klappt. Heiraten. Ja, super. Dann hoffen wir mal drauf, dass er möglichst schnell eines fast natürlichen Todes stirbt. Und ich würde sagen, er beantwortet noch diese Frage hier. Der Himmel leuchtet kurz auf und der Boden bebt, als der Stein vom Himmel in den Schlossgarten kracht. Ich schickte meine Männer zur Untersuchung und sie kamen mit einem Haufen eines seltsamen Metalls zurück, das wir noch nie zuvor gesehen hatten. Dieses Metall wird eine legendäre Klinge formen. Es war ein Geschenk von Gott. Es soll an die Kirche gehen. Es ist nur Metall. Verkauft es und zwar schnell. Ich würde tatsächlich diesen Punkt machen. Denn es gab, das ist allerdings geschichtlich gesehen schon viele, viele Jahre her, unter anderem Gründe, warum die Römer so gute Klingen hatten. Sie haben in Süddeutschland ein Meteor gefunden, beziehungsweise Eisen, das aus einem Meteor kam. Und dieses Eisen war sehr reines Eisen, was zu damaliger Zeit sehr selten war. Und damit haben sie Klingen geschmiedet, die härter waren als die ihrer Konkurrenz. Und somit waren sie tatsächlich waffentechnisch überlegen. Und gerade in diesem
Zeiten des Krieges, weiß ich nicht, ob vielleicht eine ähnliche Mechanik hier drinne implementiert ist. Diese Geschichte ist eigentlich allgemein bekannt, deswegen sagen wir, wir lassen eine Klinge formen. Ich würde sagen, das passt geschichtlich tatsächlich am besten. Und mit diesem Ende, wir versuchen gerade den guten Adam von Dithmarschen umbringen, also eines natürlichen Todes sterben zu lassen. Die Skagen sind hier und versuchen uns einzunehmen. Ich bin sehr gespannt, ob das nicht vielleicht nur eine kurzfristige Sache war. Jetzt gehört Rügen wieder zu uns. Nein, tut's nicht. Grafschaft Rügen. Das gehört nicht zu uns. Das gehört auch anscheinend nie zu uns. Das ist ja spannend. Falsche Farbe. Okay, gut. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge.